Zünd mal alles an, damit ich weiß, wo ich schon war und wo noch nicht. Weil wirklich viel Licht spenden tun die Kerzen ja nicht. Das ist, glaube ich, mehr wirklich nur so, dass man weiß, okay, da muss ich noch hin. So, wo war das? Hier war es nicht. Da glaube ich... Oh, der Schlüssel passt. So, was geht hier? Genau, da ist die Treppe nach oben. Die habe ich doch gesucht. Mega cool. So. Was ist das? Uralt-Telefon. So, Dachboden-Action jetzt. Da liegt wieder irgendwas. Ah, ich will mal sehen, ob wir hier weiter können. Nee, können wir nicht. Jetzt ist der Tag wieder beendet. Gestern Nacht haben wir wieder Geräusche gehört. Ich konnte aber wieder nichts finden. Tag 4. Es werden jetzt aber nicht wirklich 30 Tage genau so ablaufen, oder? Also wenn ja, dann werde ich das Let's Play auch vorher abbrechen. So. Wir konnten da nicht durch. Die Frage ist, müssen wir wieder irgendwie sowas wie mit der verschwundenen Tür machen? Weil den Schlüssel, den wir haben, der passt ja eigentlich nirgends. So, da unten ist auch niemand. Was ist das? Ja, das sieht schon cool aus. Ja, dann beginnt der Spaß schon wieder, dass wir alle Räume abklappern. Und darauf hoffen, dass wieder irgendwie sowas Seltsames passiert. So, dass sich irgendwas verändert, dass sich irgendein Kästchen öffnet. Oder keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, worauf ich hier hoffen soll. So. Die Musik könnte ja ein Indiz sein, dass irgendwie jetzt wir den richtigen Weg gewählt haben oder so, aber pff, Pustekuchen. So. Hier irgendwie vielleicht in einem der Instrumente irgendwie was. Also ich muss zugeben, ich habe ja bis jetzt nur ein einziges Mal was übersehen. Also wirklich übersehen. Der Rest war ja... Naja. So, da ist auch nichts. Wo war der Riss in der Wand? Ist ja auch weg. Ich muss auch sagen, ich möchte auch ungern rausgehen. Das bringt irgendwie nichts. So, war das hier? Hier ist auch wieder nichts. Jetzt ist auch noch die Taschenlampe ausgegangen. Wie es weitergeht, das werde ich uns wieder reinschneiden. Bis gleich. Ist da gerade geklingelt? Holy fuck. Oh Gott. Oh Gott. Ich will da nicht ran. Alter, was ist da los? Ist da ohne Fledermaus oder was? Ach du Scheiße. Ja, okay, gut von mir aus. Ein Schlüssel.
Okay, krass. Puh, jetzt müssen wir weiter nach oben. Jetzt lass mir mal überlegen. Wo war das? Ich würde schon gern wissen, was es oben so auf sich hat. Nee, hier war es nicht. Da war es nicht. Hier war es auch nicht. So. Nee. Dann wird es wohl wirklich oben gewesen sein. Hier vielleicht? Nee. Jetzt geht's aber auch ganz schön ab mit den Musikeffekten, oder? So, hier war es auch nicht. Nope. Hier war das, oder? Ja, genau. Weil die anderen Türen haben wir ja schon alle ausprobiert. Das heißt, es kann nur noch die Tür sein und so ist es auch. So. Neues Gebiet. Hallo? Hallo? Kommt uns denn da mitten in der Nacht besuchen? Heilige Scheiße. Haben die denn kein Zuhause? So, hier haben wir noch eine Tür. Da haben wir... Ist das ein Schlüssel? Ja, das ist noch ein Schlüssel. Und Batterien gleich mit eingesammelt. Jackpot, Baby! Hier vielleicht? Nee, da passt es nicht rein. Übrigens, die Lebensanzeige leert sich ja ab und zu. Ich hab... Ah, geht doch. Ich habe mitbekommen, dass das Spiel erkennt, wenn man Angst haben soll. So, für all diejenigen, die sich fragen, wie das denn vonstatten gehen soll, ganz einfach. Wenn man die Maus zu schnell bewegt. Naja. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch eine Tür. Die ist aber natürlich zu, wie soll es auch anders sein. Ein bisschen Zunderzeug. Da liegt ein Brief. Mal sehen, ob wir hier noch was anderes finden. Naja, so ist es ja auch. Batterien. Und, ja, dann nehmen wir mal den Brief auf. Linda war sich sicher, dass einige Möbel gestern noch anders gestanden haben. Ich glaube aber, dass sie es sich nur eingebildet hat. Du solltest besser auf Linda hören, du Irrer. Hat vollkommen recht, die gute Frau. Warum wird uns eigentlich eine Krypta gezeigt? Können wir da irgendwie hin? Ach ja, übrigens, Tag 5. So. Einfach weil es so schön war, gleich nochmal. Das Problem ist halt, wir müssen jetzt wieder alle Räume abklappern. Es ist einfach so unglaublich spannend. So. Ich hoffe, dass das jetzt eine... Sag mal, hey, das ist ja gar kein altes Telefon. Das ist nur auf alt getrimmt. Oder? Cool. Das gefällt mir. Sowas hätte ich auch gern. Was ich sagen wollte ist, ob das jetzt ein dezenter Hinweis war, dass wir irgendwie noch in andere Räume gehen sollen. Und wenn sich dann eben irgendwie was verschiebt oder verändert, dass wir dann da besser drauf achten sollen. Wir müssen uns quasi die ganze Einrichtung hier merken. Alle Gegenstände. Denke ich jetzt zumindest. Ein Vogelkäfig ist da hinten auch. Mal sehen. Wir latschen jetzt einfach mal von Tür zu Tür, lernen das Haus besser kennen. Obwohl ich schon das Gefühl habe, dass ich es beinahe auswendig kann. Ich weiß nicht, wollen wir da hinten noch hin? Ja, komm, wenn wir schon mal oben sind. Fackeln wir gar nicht lang rum. Hier gibt es nichts mehr. Das war ja eigentlich zu. Genau, so ist es auch. Da hat irgendwer auf den Boden gestrollert. Mega geile Decke.
Also so vom Stil her ist das Haus ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ich sag mal typisch amerikanisch. Aber ich hätte da schon Bock, mal so eine megamäßige Party drin zu feiern. So, was geht jetzt? Wir klappern die Räume einfach kategorisch wieder ab. Wir wissen ja nicht wirklich, wo es weitergeht. Also bleibt uns nichts anderes übrig. So, hier zum Beispiel. Ich sag euch, das Kästchen, das geht noch auf. Hundertprozentig. Es muss einfach. So. Hier waren wir ja schon, gell? Nee, da können wir eigentlich wieder rein. So. Was haben wir hier noch? Hier haben wir gar nichts mehr. Ja, aber welche Möbel... Das Klavier, das stand schon vorher da. Da war ja auch unser Freund Mozart drauf. So, was ist hier? Vielleicht können wir irgendwie den Teppich bewegen. So, hier irgendwie was. Wir haben auch megamäßig viele Batterien gerade. Aber ob wir die auch tatsächlich brauchen werden, weiß ich nicht. Ich werde es jetzt absichtlich mal ein bisschen dunkler lassen. So, unser Bett. Da geht es ja dann wieder nach oben. Da wollen wir nicht hin. Was ich auch cool finden würde, wenn die Tür dann einfach nicht mehr aufgeht. Ja gut, eigentlich kannst du eine verschwindende Tür ja auch gar nicht mehr toppen. Wir werden wahrscheinlich wieder gleich wieder raus müssen. Wir haben auch nur einen einzigen Schlüssel. Hier hat sich auch nichts verändert. Sag mal, lädt sich die Batterie wieder von selbst auf? Kann das sein? Krass. Was hat das zu bedeuten? Es war hier. Da unten. War das schon immer da? Hallo? Alter. Was war das? Da sind wieder Batterien. Ja, seht ihr es? Jetzt ist auch die Lebenszeige quasi ein bisschen runtergegangen. Aber ich würde nicht sagen, also ich habe mich jetzt nicht erschreckt, sondern es ist ja eine ganz normale Reaktion, wenn man einfach in die Richtung guckt. Weil vielleicht verpasst man ja dann auch irgendwas. Man ist ja bei jedem Shooter genauso. Aber wo ist hier was zu Bruch gegangen? Nicht. Hier vielleicht wieder irgendwie. Nope. Okay, wo war das? Wo war das? Oh. Verstehe. So, jetzt haben wir unseren Schlüssel. Nur für welche Tür? probieren wir es mal unten. Mein Gefühl sagt mir, ich muss runter. Wir haben den Schlüssel oben gekriegt, also müssen wir runter. Vielleicht müssen wir tatsächlich sogar raus. Das könnte sein. So. Ich sag, der passt hier. Nee, passt da nicht.
Und es scheint auch wirklich so zu sein, dass die Flashlight sich wieder auflädt, weil schaut mal, jetzt ist es gerade rot. Ich benutze jetzt mal absichtlich wieder nicht. So, hier war nichts. Verschlossen. Ist auch verschlossen. Oder? Irre ich mich da mit der Taschenlampe? Ist die Tür da gerade aufgetaucht? War die da schon immer? So, jetzt. Jetzt ist er ja leer. Und wenn ich jetzt auf F drücke, ist er wieder da. Das ist schon seltsam. Leer bedeutet wohl hier nicht gleich leer. Soll mir recht sein.